Rezept von Antonio Galluccio. Das ist ein sehr weltweit berühmter italienischer Koch und war auch schon mal bei Jamie Oliver am Start. Ja, ganz kurz erklärt, was wir hier haben. Also bei einer sehr echten Carbonara kommen nur wenige Zutaten rein. Und zwar schöner, leckerer italienischer Pancetta. Dann habe ich hier Parmesan reingemacht und Pecorino, das ist Schafskäse, Hartmilch, nein, das ist Hartkäse aus Schafsmilch. So, und Pfeffer, Eier und natürlich Spaghettoni. Dazu noch ein bisschen Salz für die Spaghetti, aber sonst der Käse gibt genügend Würze hier und der Speck auch ist sehr fettig. Wie auch immer. Dazu habe ich mir einen San Pellegrino Limonata hier gegönnt. Ich finde die Getränke mega geil. Die sind so, schmecken so authentisch. Also Leute, wenn ihr Carbonara mögt und das denkt, das sieht geil aus, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Normalerweise wird Carbonara nur mit Pecorino gemacht, italienischer Hartkäse aus Schafsmilch. Aber das ist mir ein bisschen zu stark der Geschmack, deswegen habe ich das gemischt.
das Fett. Ich muss das jetzt mal hier rüberschieben. Das geht so nicht weiter. So. Das ist die beste Carbonara, die ich jemals gegessen habe. Sonst habe ich die mit Sahne gemacht. Macht ja jeder irgendwie, aber absolut nicht.
Und ja, ich hoffe, und übrigens ja, auch danke für dieses schöne Essen. Ja, Freunde, also, wir sehen uns bald wieder. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, wisst ihr, was zu tun ist? Dann mal jetzt abonnieren und dem Team German Freak beitreten. Alles klar, Leute. Also, vielen Dank nochmal.